Getrunken habe ich, ne? Ja, habe ich. Brauche Vanilleblüten, die im Indianergebiet sind. Indianer finden es nicht gut, wenn ich da reinreite und die pflücke. Deswegen muss ich warten, bis noch weniger da sind. Okay. Oder muss ich halt reinschleichen, ne, Salzki? Bisschen sneaky agieren. Jo, was da ein Eichhörnchen unterwegs ist. Was ist denn jetzt los? Aber ich müsste halt meinen Vogel killen. Das Wasser ist endlaut. Ein Vögelchen. Entschuldigung. Es tut mir ja auch leid, aber es muss sein. Oh, er hat mich schon wieder so erschrocken, Mann. Dass er hier immer rumlaufen muss. Okay, ich wechsle mal wieder auf die Axt. Also Vögel zu finden ist gar nicht mal so easy hier. Also ich kann mir vorstellen, dass es später eine Möglichkeit gibt, Federn zu sammeln, quasi so als Farm. Aber aktuell? Puh. Aktuell ist es noch anders, die Herausforderung. Bleib mal du bitte beim Unterschlupf. Das Wasser ist schon sehr laut, ne? So, er geht wieder zurück. Die Sonne geht unter. Ich bin immer noch auf der Suche nach Vögeln. Ne, habe ich nicht erwischt. Ihn vielleicht? Auch nicht. Jetzt aber. Okay, 4 Federn. Sorry, war nötig. Dum, 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 dum. Ich finde es aber auch sehr schön gemacht, dass hier die Sachen dann ausgeblendet werden, die man dazu nicht gerade verwenden kann, irgendwie zum Craften. Und die, die man nutzen kann, sind noch schön farbig. Das ist echt ein gutes System. Auch die Animationen, wenn man was baut. Ach, genial. So, Pfeile. Machen wir gleich nochmal 2. So. Und dann speichern. Dann speichern wir nochmal. Wie viel habe ich jetzt? 11 Steinpfeile. Das sollte doch hoffentlich erstmal ein kleines bisschen reichen. Gehe ich jetzt mal von aus. Bambi hat sich erstmal hier hingechillt. Also, was macht jetzt Schnucki gerade? Schnucki ist immer noch da hinten irgendwo am Wasser. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich könnte einfach mal nach hier gucken. Speichern wir jetzt mal. Save Game. Wie von Zytex angesprochen, wir speichern viel zu selten. Und jetzt laufe ich mal schnell zu Schnucki, bevor es dunkel wird. Ich glaube, die kommen uns gerade sowieso entgegen. Das war so eine gute Idee, der diesen Peilsender zu geben. Hier vorne irgendwo. Muss direkt vor uns sein. Da ist sie. Hey. Ich habe leider keine Schusswaffen für dich. Fick die gerade Bären? Ach ja. Und da kommen irgendwelche. Ja, schon wieder so gedeutet. Komm doch her. Lauf doch nicht weg. Alles gut. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Lager in der Hoffnung, dass sie mitkommt.
Kommt sie? Das hört sich schlecht an. Rudi, ich muss los. Wir gehen heim. War genug Abenteuer für heute. Ich hoffe, sie kommt mit. Vielleicht verbringt sie einfach gerade ein bisschen so Alleinzeit für sich. Wie spät ist es? Es ist 17.44 Uhr. Das heißt, wir könnten eigentlich demnächst mal bald ins Bett gehen. Dieses Geheule sind die Kannibalen. Diese Einwohner. So. Weiß nicht, 17 Uhr ist noch ein bisschen zu früh ums Bett, oder? Ich speichere nochmal. Safe Game. Und jetzt gehen wir ins Bett. Trink mal was. Nee, es. Achso. In echt? Hä? Ich schlafe erstmal. Eins nach dem anderen. So, perfekt. Nächster Tag. Dann haue ich mir jetzt erstmal was ins Feuerchen. Wassermarsch. Hier, ich haue sogar zweimal Fleisch rein. Dann kann sich noch jemand was nehmen. Und dann gehen wir ganz kurz hier ins Wasser und schlürfen mal. Trink einfach. Easy. Ja, ich trinke doch. Siehst du? Da. Wasser ist voll. In echt, du Troll. Hier. Sehr gut. Und jetzt warten wir mal ganz kurz, bis hier das Fleisch durch ist und dann können wir weiterbauen. Ich würde mal sagen, das ist durch. Ist es durch? Ich glaube schon. Ich wüsste halt echt gerne, ob ich ihn ernähren muss. Also bis jetzt hat er noch nichts gegessen. Welcher Tag ist heute? Tag 7. Scheiße. 7 Tage ohne Essen? Ja. Schon. Dann habe ich ja meinen Fehler hier mit dem Fenster auch rückgängig gemacht, unabsichtlich, oder? Dass ich ausdrücklich ein Fenster reingeboxt habe, weil es das Inventar verbuggt war. Guck mal an. Immerhin. Jetzt bräuchte ich ihn nochmal, dass er mir Holz holt. Das wäre ganz nett. Dann wird das auch was. Hol nicht Steine, Stämme und mir geben. Ja, geht das? Ja, okay, danke. Dann mache ich mich auch gleich wieder dran. Und dann schauen wir weiter. Ist halt einfach zu geil, dass er wirklich die Rinde erst wegschlägt, bevor er so in den Kern erreicht. Sick. Ja. Wie kommt es überhaupt, dass du schon so früh wach bist, Zeitex? Oder hast du nochmal ein Nickerchen gemacht? Soll ich hier auffüllen? Hier nochmal. Boom. Heute wird Hölle. Scheiße, Mann. Dann, wenn es dir hilft, können wir später gerne in Discord sein. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder das Problem, dass der da nicht weiterbauen will. Ein bisschen doof. Alter, hat sie mich erschrocken. Boom, Problem gelöst. Also das Bausystem ist mega geil, aber hier und da gibt es noch so ein paar Momente, wo man eine Alternativlösung finden muss. Bis 18 Uhr musst du. Was hat sie mir gegeben? Ja. Hat nichts. Jetzt hat sie gesagt, ich soll dir folgen. Garantiert. Schmetterling auf der Axt. Das ist jetzt ein Problem.
ich würde halt gerne hier so einen Pillar, ne? Dass die da dazwischen so eine Verbindung wieder haben, aber das geht gerade nicht. Und gestern 20.30 Uhr bis 18 Uhr jetzt dann, Alter. Ja, wenn es dir irgendwie hilft, werde ich da sein, dich unterstützen. Die mehr Voraussetzung, dass ich diesen Balken hier platzieren kann. geh mal ganz kurz weg. Ja, ich will ja kein Dach bauen, das ist es ja nicht. Eine schöne Idee, aber... Okay, warte, wir sammeln mal den hier auf. Darf ich nicht? Wieso nicht? Chill mal! Hey! Ich finde es so schön, wenn die herkommt. Das ist so... So friedlich ist die. So unschuldig, keine Ahnung. Dieses eine Ding hier funktioniert. Ich kann das auch nicht wieder ausbauen. So. Warum darf ich das nicht wieder ausbauen? Das ist voll kaputt. X, X, X. Das geht nicht. Das ist doof, dass es nicht geht. Das ist richtig doof. Hast du mir das gebracht? Ein Stein. Danke dir. Hat er hier gerade einen? Ich soll mitkommen. Okay, ich sage ihm jetzt erstmal, dass er es lassen kann. Halt. Hier, bleib da. Du kannst chillen. Yo. Okay, das ging schnell. Ich lese das übrigens nicht vorzeitig, nur mal so. Ja. Ich folge ihr jetzt. Sie wollte, dass ich mitkomme. Sie hat er so gemacht. Mhm. Der Schmetterling auf der Axt ist so dezent. Guck mal. Mir vorher halt bestimmt ein paar Mal nicht aufgefallen. Und jetzt? Ah, bitte nicht so nah. Alles gut? Ja, ich bin doch da. Ich bin da. Ja. Ich komme. Wohin? Okay, jetzt folgen wir ihr. Jetzt will sie uns irgendwas zeigen. Der Schmetterling ist immer noch auf der Axt. Jetzt bin ich ja echt mal mega gespannt, was sie uns jetzt zeigt. Die führt uns irgendwo hin. Bringt die uns wieder zu so einem Camp wie vorher, die mit dem Golfball? Was willst du mir zeigen? Das Totem hier? Das Totem? Soll ich das kaputt machen? Ja? Ich soll es kaputt machen. Frage ist nur wie. Es geht halt nicht wirklich kaputt. Und jetzt tanzt sie schon wieder am Baum. Die ist mega. Der hat eine Maske. Geh weg von ihr. Der ist riesengroß, Alter. Wieso ist der so groß? Junge, was hältst du aus? Junge! Was ist er denn für einer gewesen? Er lebt immer noch! Was? Ich konnte nicht mal was machen!
Ich werde so sauer. Was war er denn für einer? Der hat Pfeile geschluckt, als wär's nichts. Alter. Immerhin geht's uns gut. Ach du Heilige. Der hatte auch Kokain, jeder hat Kokain, nur ich nicht. Ach, Zeitex, was ist denn? Bruh. Der Typ. Schnucki geht gerade wieder zurück zum Camp. Alter. Ah, Spinnen. Ja, das ist auf jeden Fall ein anderes Erlebnis mit denen. Wer war er denn? Der war riesengroß. Das hat den absolut nicht gejuckt, dass wir dem da einen Pfeil nach dem anderen reingejagt haben. Ich habe dem einen Headshot gegeben und er ist wieder aufgestanden. Hey. Yay, was soll das denn jetzt heißen? Was ist denn jetzt los? Das war Hector. Hector. Warum denn jetzt der Daumen nach oben? Soll ich die essen? Soll ich die essen hier? Lecker. Wo läuft sie denn jetzt hin? Was ist denn jetzt schon? Hast du Angst? Ist hier was? Oh nein. Es ist schon wieder Hector. Wie viele Pfeile habe ich? Oh, ich habe keine Pfeile. Ich habe keine Pfeile. Wieso habe ich keine Pfeile? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Aber für diese Idee muss ich am Leben bleiben. Ich habe ja einen Elektroschocker. Warte mal. Gib mir den Elektroschocker. Was will er von ihr? Okay, Idee hat nicht funktioniert. Alter! Also Hector ist böse drauf. Junge! Hector meint's ernst. Was machen wir gegen Hector? Also ich wollte ihm halt jetzt mit dem Elektrostab, wollte ich ihm jetzt halt eine geben. In der Hoffnung, dass ihn das umhaut vielleicht. Wahrscheinlich hätte ihn das auch nicht gejuckt, großartig. Du musst öfter speichern. Habe ich doch jetzt schon. Ich kann unterwegs nicht speichern. Ich muss ja beim Lager sein. Ich speichere ja so oft, wie es geht. Nicht ins Feuer laufen. Wo ist sie gerade? Wieder da hinten. Wie spät ist es? 17 Uhr. Okay, komm, dann legen wir uns jetzt wieder hin. Und dann speichern wir nochmal. Ja. Kurz gucken. Ist keiner da? Alles gut. Speichern. Also Spiel ist schon, als wenn man auf schwer spielt, es ist schwer. Das meinen die ernst. Das ist kein Witz. Sollen wir mal in eine Höhle gehen? Würde ich mich fast sogar mal sehen. Wir spielen jetzt 5 Stunden. Da könnte man schon echt mal eine Höhlentour machen. Aber vorher noch kurz ein bisschen Fleisch. Und dann eine Höhlentour. Achso, Blumen. Alter. Krank, ey. Krank. Ich würde sagen, Zeitex, das ist für mich wie für dich Hogwarts Legacy. So eine positive Überraschung. So, das Ding auch noch. Darfst du gar nicht so gierig gucken, ne? Ist meins. Kannst du selber was jagen. Nee, nimm dir doch was. Dann sage ich ihm noch, dass er hier bleiben darf.
damit er mir nicht hinterherläuft. Okay. I guess. Ich speichere nochmal Zeitex, damit du auch zufrieden bist. So, zufrieden? Yo! Speedy. Und jetzt gehen wir in die Höhle. Das werde ich so hart bereuen. Was ist denn los? Ist der müde? Wieso atmet er denn jetzt schon wieder so? Warum atmest du? Was fällt dir ein? Ne, legit, warum atmet er? Er hat doch nichts. Hunger ist voll, Essen ist voll, also Trinken ist voll. Hier schlafen hat er auch genug. Das Kraftding vielleicht, aber was bedeutet das? Was bedeutet dieses Kraftsymbol? Öltime. So. Oh. Ich darf nochmal looten. So. Handgranate? Habe ich das... Wir haben eine Granate gesammelt gerade. Hier ist wieder Munition. Wir haben soeben eine Granate bekommen. Da weißt du Bescheid. Also wir haben hier einen Höhleneingang. Ich kann nicht versprechen, dass wir diese Höhle jetzt erkunden. Ausgiebig. Von dem, was ich da gesehen habe, hat mir das schon gereicht. Wir werden da jetzt nochmal reingehen, weil wir jetzt eben einfach schon so weit sind wieder. Und ich würde sagen, es ist eben einfach jetzt mal ein Zeitpunkt gekommen, da muss man sich zusammenreißen und in eine Höhle gehen. So, genau. Auf geht's. Ah, ich werde so drauf gehen. Keine Ahnung, also wir haben bis jetzt nur zwei Kreaturen gesehen, die da im Wasser standen, mehr nicht. Ich versuche mir jetzt mal eine Fackel zu bauen, eventuell. Warte mal, kann ich hier? Wir bräuchten einen Stock, ein bisschen Stoff und damit können wir uns doch anscheinend schon eine Fackel machen. So. Fackel. Ohne meinen Schützenpanzer, ohne mich. Okay. Anzünden. Nice. Weißt du, was das für ein Feuerzeug ist, Zytex? Ich verstehe es nämlich nicht. Warum ist es lila? Kannst du mir das erklären? Also die Fackel ist ja jetzt mal nicht das Geilste überhaupt. Hier gibt es ein paar Uhren. UV-Licht ist aber Real Fire. Ja, es ist ein Feuerzeug, mit dem kann man Sachen anzünden. Damit habe ich mal ein Feuer gemacht im Camp, das Ding hier gerade angezündet. Der hat wieder eine Konserve dabei. Das ist halt eigentlich Jackpot, dass hier die Sachen immer respawnen. Ja, das Licht würde ich ja wohl anlassen, oder? Das ist halt Jackpot, dass die Sachen respawnen. Deswegen können wir uns hier eigentlich immer wieder Vorräte holen, wenn wir das Spiel mal laden. Aber ich will es nicht abusen, keine Sorge. Das auf keinen Fall. Ich glaube, diese Fackel kann man sich legit sparen. Also, sorry, aber das ist halt... Nein. Ich hol mal die Taschenlampe raus. Vielleicht Chemiezeugs. Halt ganz normal Feuerzeug steht hier. So, Taschenlampe. Mich verarschen? Das ist legit nicht viel heller. Okay. Also hier sind ja diese ganzen Leichen, die ja... noch immer ziemlich viel Fleisch dran haben. Das fand ich ja schon verdächtig. Also es ist schon wirklich verdächtig viel Muskelzeugs da noch dran. Und jetzt gehen wir mal in diese Tiefe rein. Kann ich die Fackel irgendwie wegmachen? Das ist, glaube ich, besser so, ne? Da sieht man ein bisschen mehr. Wie SpongeBob mal sagte, das fortgeschrittene Dunkel. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Stark.
Gefällt mir. Seil. So, und wenn ich mal ganz kurz das Licht ausmache, sieht man hier, dass man nichts sieht. Letztes Mal haben wir hier unten im Wasser... Die sind weg. Leck mich am Arsch, die sind weg. Letztes Mal standen hier unten im Wasser, in diesem großen Bereich, zwei große Personen. Und dann bin ich hier wieder umgedreht und gegangen. Die stehen da nicht mehr. Wieso stehen die da nicht? Wir haben gespeichert. Was soll passieren? Fledermäuse. Ich meine, es ist ja auch sehr einladend hier. Unsere erste richtige Höhlentour. Unsere letzte richtige Höhlentour. Ja, letztes Mal standen da welche im Wasser. Dieses Mal habe ich da noch keinen gesehen. Was sind die für welche, Alter? Die sind irgendwie so zombie-mäßig, laufen die da rum. Haben die vielleicht ein Problem mit Licht? Kann es sein? Oh, er ist schnell. Wieso ist er so schnell? Ich habe doch Leuchtfackeln. Jetzt pass mal auf. Und zwar nicht wenig. Brennen Leuchtfackeln unter Wasser, ja, ne? Okay, pass mal auf. Ich habe gerade eine Leuchtfackel geworfen, ohne sie anzuzünden. Wenn man sich vorher anmacht, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob ich gegen die klarkommen würde hier in der Höhle. Wie viele Pfeile haben wir noch? 11. Ich habe halt auch eine Handgranate, ne? Aber die würde ich jetzt ungern wasten. Das sind 3 und einer war rechts irgendwie. Rudi. Ja, fuck it. Das wollte ich nicht. Was bin ich hörend? Nochmal 2 Fackeln, okay. Das wollte ich gar nicht, Alter, ich bin gestolpert. Oh, die sind eklig. Die sind eklig, wieso sind die eklig? Hör auf, eklig zu sein. Knochen, geil. Da hinten ist irgendwas da. Guck mal, wie die pulsieren. Denen geht der ganze Oberkörper, geht so... Augen zu und durch, oder? Vielleicht tun die mir auch nichts. Du hast 4 gezählt. Also hier rechts ist clean. Hier rechts ist nicht clean. Hallo. Ich bin ihr neuer Steueranwalt. Hallo. Wir können... Hallo. Okay, Freunde werden wir wohl keine. Wie soll man die denn wegmachen? Guck mal, wie schnell die rumrennen. Ja, im Dunkeln kannst du das halt auch vergessen. Shit, Mann. Ich habe genug Batterien für die Taschenlampe, das ist es nicht.